Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Teil in Albanien. Heute geht's jetzt weiter nach der Erholung hier, was ich mir anders vorgestellt habe. Leider bin ich krank geworden. Aber man muss jetzt mal dazu sagen, der Campingplatzbetreiber hat uns das dann ermöglicht und hat seinen Angestellten mit uns losgeschickt ins Krankenhaus in Himare. Und zur Behandlung muss man sagen, Top. Ja. unbürokratisch. Wir haben dann auch, weil es nichts, die Versorgung nichts gekostet hat, haben wir dann eine kleine Spende den Angestellten gegeben In die Kaffeekasse. als Dank, ja. Und ja, also alles anstandslos. Der Arzt, wir wollten übersetzen mit dem Handy, aber er wollte sein Deutsch verbessern. Ja. Er hat gern mit uns Deutsch gesprochen. Das war auch noch mal, ja, ein bisschen einfacher. Und ja. Ja, und jetzt fahren wir nach den trotzdem erholsamen Tagen. Fahren wir weiter. Wohin genau? Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir melden uns dann von dem neuen Platz, melden wir uns dann wieder. Halten Sie sich rechts. Was sehr schön, wie ihr seht. Habe Stefan mal ein schönes Fleckchen ausgesucht. Also, das, was wir als erstes gesehen haben, haben wir uns leider verfahren. Das war das doch nicht, was der Stefan ausgesucht hat. Jetzt haben wir. Nee. Deswegen war da auch kein Platz für Wohnmobile. Jetzt haben wir es zufällig dann doch entdeckt. Und jetzt fahren wir Albanica. Das ist schon das hier, was wir haben. Ja. Aber man hätte jetzt gar nicht gedacht, dass da Weingebiet kommt, gell? Da steht schon ein Camper. Until you
came knocking at my door. It's hard to be. It's hard to be this real. We can play our favorite song. Das Eingangstor zum Weingut. Man sieht schon die herrliche Aussicht. Dort oben geht's ins Restaurant, Weinlokal. Den Berg kommt man mit dem Camper runter. Und man packt dann hier auf so ein Plateau. Und da kann man auch umsonst nachts stehen. Hier die Aussicht über die Weinberge. Wenn ich jetzt hier so rumschwenke, sieht man das Restaurant. Ein kleines Sanitärgebäude ist vorhanden. In dem kleinen Sanitärgebäude ist eine Dusche. Zwei WCs. Und ein Handwaschbecken vorhanden. Alles sauber und gepflegt. Zu dem Sanitärgebäude führt eine kleine Treppe runter. Es gibt eine Müllentsorgung, Wasserversorgung, das allerdings kein Trinkwasser ist. Und Strom bekommt man auch noch hier auf den Stellplatz. Wir haben jetzt das Weingut verlassen. Super Stellplatz. Wir waren gestern noch vorzüglich essen und haben auch noch einen Wein mitgenommen. Die Bilder habt ihr ja schon gesehen von dem Platz. Der ist umsonst, der Platz. Aber da wird, glaube ich, schon erwartet, dass man essen geht und eventuell noch was kauft. Aber so ein klasse Platz. Und so nett empfangen. Ja, und alles herzlich. Kann man nur weiterempfehlen. Ja, und jetzt fahren wir mal am Oritzsee und dann schauen wir mal, was uns dahin verschlägt. Jetzt am Oritzsee angekommen, im Camping Merlin. Thank you.
kann man sich überall sehr gemütlich hinsetzen. Der Campingplatz, eigene Strand. Vom Camping Erlin im Hintergrund die Bar, die gleichzeitig Rezeption ist. Hier nochmal die Bar von der Rückseite. Die Einfahrt, das Toilettenhäuschen, hinten Frauen, vorne Männer. Links die Entsorgungsstation, dann noch zum Geschirrspülen und Wäschewaschen. Eine Waschmaschine ist vorhanden. Kostet 5 Euro. Hier die Toilette und Dusche in einen. Da gibt es insgesamt 4 Stück. 2 jeweils für Männlein und 2 für Weiblein. Die einzige Waschgelegenheit. Hier zum Spülen und Wäschewaschen. Die Fährenentsorgung. Und der kleine Deckel links unten ist für die Kassettentoilette. Warum höre ich immer auf Stefan? Ich glaube, sie liebt mich. Ja. Oder nicht? Ja. Es sind bloß 2,8 Kilometer. Aber es ist einfach warm. Warm. Und wir schwitzen. Aber das ist eigentlich das, was du wolltest. Ja, aber dann eher am Meer liegen. Wir müssen runtergehen zum See. Also wie viele Kilometer sind es noch? Keine Ahnung. 600 Meter. Er lügt wie immer. Aber okay, 655. Wir gehen weiter. Willst du ein Cabby? Um den See herum gibt es verschiedene kleine private Strandabschnitte. Die sind auch alle mit Stacheldraht umzäunt, aber sehen sehr schön aus. Kommt man aber wahrscheinlich nur mit dem Boot an die Stellen. Oder über den Trampelpfad, aber da waren keine Türen zu sehen. Also Schildkröten, Krebse, Skorpione haben wir schon gesehen, aber von Schlangen weit und breit nichts. Thank you.
wenn man eh schon leicht krank ist, wird man noch gejagt. Leicht krank. Krankenhaus haben wir aufsuchen müssen. Wegen der Mantelentzündung. Ja, das wäre wirklich gegangen, die normale Straße. E-Scooter oder Fahrrad. Ist total okay. So sind wir gestern auch empfangen worden. So, jetzt sind wir wieder da. Einen kleinen Rundwanderweg. Einmal den See entlang. Dann die Straße entlang. Guten Morgen. Gestern war hier ein Gewitter. Da hat wohl irgendwo in der Nähe Blitz eingeschlagen. Und seitdem läuft das Notstromaggregat. Ist schon ziemlich laut hier. Wir verlassen jetzt Camp Erlin am Oritsee und fahren an Skodrarisee in Lake Skodrarisoe. Und wir haben jetzt nicht gebucht, aber wir denken, wir kriegen einen Platz. Close your eyes, get some rest. I'm by your side, lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. It's gonna be okay. The world could fall down and it's gonna be okay. The sun could go out. Wir sind in Lake Skodra angekommen. Die Fahrt war okay. So wie es ausschaut, haben wir wahrscheinlich den vorletzten Platz im Lake Skodra bekommen. Wir waren hier letztes Jahr schon. Wer unsere Videos kennt, der weiß das sicherlich. Hold my hand, don't let go. I understand. Wir waren schon mal im See, jetzt gehen wir noch duschen und dann gehen wir noch was essen. Also wir haben uns jetzt ein Taxi organisiert, das bringt uns auf Skodram rein. Und da schauen wir, was uns in der Stadt erwartet. Also wir sind jetzt hier in Skodra in der Fußgängerzone angekommen. Und jetzt gehen wir erstmal was trinken. Also wir sind jetzt von unserem Städtetrip zurückgekommen und jetzt gehen wir hier im Lake Skodra Restaurant zu Abend essen.
Und da hinten zieht der Gewitter auf. Ich hoffe, das wird nicht so zu heftig. In Camp Erlin? Ja, in Camp Erlin, da hat es wirklich irgendwo eingeschlagen. Aber okay, wir haben es überlebt. Ja. Und morgen geht es dann Richtung Kroatien. Und da verbringen wir noch 3 Tage in unserem Camp Lavanda in Orebic. Da waren wir zwar schon öfters, aber noch nie gefilmt. Und da werden wir das Camp Lavanda auch mal genauer vorstellen. Also freut euch drauf. Deshalb müsste ich ja nächstes Jahr einmal wieder. Guten Morgen. Wir sind jetzt vom Lake Skotra Resort weggefahren und sind jetzt auf dem Weg nach Kroatien, nach Orebic, auf Camp Lavanda. Wir hoffen, dass wir gut über die Grenzen kommen und nicht lang stehen, weil für 300 Kilometer sind zwischen 5 Stunden sind. Ja. Also ich rechne mal plus 2, dann sind es 7 Stunden. Aber wir haben ja wohl auch noch Zeit. Genau. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. About what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Like the mothers of Brazil find their way. Ja, guten Morgen. Enjoy. So, hallo. Wir sind gestern von Skotra, vom Lake Skotra Resort, hier auf Kroatien Richtung Orebic Camp Lavanda gefahren. Wir waren gestern noch abends essen unten am Strand, auf dem Camp in dem Restaurant. Und zuvor nochmal baden. Genau. Ja, heute war es auch genauso heiß wie gestern. Wir waren nur im Meer wegen Planschen. Planschen. Und ab und zu abkühlen in der Dusche. Und morgen werden wir dann ja mal in die Stadt fahren, nach Orebic runter mit unseren E-Scootern. Und dann nehmen wir euch wieder mit. Ja, wir wollten ja heute mit dem E-Scooter auf Orebic fahren. Mal schauen, ob Stefan den E-Scooter noch reparieren kann, weil der hat nämlich lauter Löcher im Schlauch.
Ja, Unverhofft kommt oft. Aber wenn nicht, werden wir reinlaufen und mit dem Uber-Taxi zurückfahren. Der Stefan. Irgend sowas. Stefan leicht genervt, weil ich weiß nicht, wie viel Flicken jetzt der Reifen, der Schlauch drauf hat. Und es hält immer noch nicht. Aber Stefan hat schon geschaut. Mein Uber kostet 6,50 auf Urebitsch. Weil bei der Hitze läuft er nicht, hat er gesagt. Okay. Wir fahren mit dem Taxi. So, wir sind jetzt mit dem Taxi nach Urebitsch rein. Uber hat jetzt dann doch nicht so funktioniert. Jetzt haben wir ein Taxi bestellt. Und das hat 15 Euro gekostet. Einmal von Camp Lavanda in die Stadt. Urebitsch. Genieße jetzt mal ein leckeres Eis. Nutella. Stefan meine ich. Ja. Bloß was mir aufgefallen ist, dass wenig Leute da sind für die Abreisezeit. So, wir sind jetzt wieder zurück. Zurück sind wir nicht mit dem Taxi gefahren, sondern zu Fuß. Es ging eigentlich. Also wir hätten auch runterzulaufen können. Ja, das sind 2 Kilometer so circa. Aber das, die Wärme ist trotzdem ein bisschen... Die Wärme ist, ja... Da ist man dann gleich immer kaputt. Ja, jetzt kochen wir dann noch. Und also wir waren dann noch einkaufen. Haben einen Rucksack voll gemacht. Morgen geht's dann wieder Richtung, noch mehr Richtung Deutschland. Ja. Aber morgen den Tag genießen wir noch. Genau. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find. Hier mal der Plan vom Platz. Wer genauer schauen möchte, da kann ja mal die Pause-Taste drücken. Die Einfahrt von der Straße aus kann man ganz gut erkennen, dass es hier reingeht. Die Einfahrt von der anderen Seite aus und der Blick von der Einfahrt. Das Rezeptionsgebäude. Hier ein schön angelegter Kinderspielplatz. Der befindet sich hinter der Rezeption. Die Fähr- und Entsorgung mit Bodeneinlass in der Mitte. Auch der Platz ist ausreichend groß. Da kann jeder hinfahren, wie er muss. Und die Wasserversorgung ist auch. Hier das Restaurant, in dem man vorzüglich essen kann. Das können wir nur empfehlen, dass man bei einem Besuch hier auf dem Campingplatz hier mal essen geht. Das Restaurant hier nochmal vom Strand aus. Das Restaurant ist natürlich am Tag auch strandbar. Und hier auf dem Steg ist auch eingetischt. Gestern war zum Beispiel eine Familienfeier hier mit einer langen Tafel. Hier ein Strandabschnitt. Da gibt es 3, 4 oder 5. Ich weiß es nicht, ich glaube es sind 5 sogar. Mit dem FKK-Bereich, der sich ganz hinten befindet. Ich bin jetzt ganz früh unterwegs, deswegen schlafen alle auch noch. Ist gerade beim Hellwirren. Ansonsten wären zu viele Leute da und das filmen wir jetzt nicht so toll. Hier bin ich gerade am FKK-Bereich. Aber wie gesagt, ich bin noch ganz früh. Da ist noch niemand da. Deswegen kann ich den auch mal filmen.
Hier hat man nochmal einen tollen Ausblick. Da sieht man auch die Strandbereiche. Ich schwenke dann noch einmal ein bisschen rum. Die Mobilhomes fügen sich hier einmal frei in den Campingplatz ein. Eines der zwei Sanitärgebäude von außen. Eine behindertengerechte Toilette und Dusche. Die Toiletten für SOAS sind auch vorhanden. Eine Einzelwaschkabine. Die Waschgelegenheiten im Eingangsbereich von den Toiletten. Die Toilettenentleerung. Hier in dem Fall drei Duschen. Geräumige Duschen. Mit Ablagemöglichkeit und haben die Spül- und Waschküche, in der man Wäsche, aber auch Geschirr spülen kann. Mit 6 identischen Becken und 2 Industriewaschmaschinen. Da muss man sich die Jetons an der Rezeption holen. Eine Waschmaschinenladung kostet 7 Euro und da ist das Waschmittel gleich mit dabei. Was it all just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the thing. Heute ist Sonntag, unser wirklich allerletzter Tag. Morgen geht es wieder in die Arbeit. Wir haben alles ausgereizt bis zum Schluss. Kurzer Rückblick, also wir sind von Lavanda in Orebitsch. Da waren wir 3 Tage. Da haben wir nicht so viel gefilmt, weil es war unerträglich heiß. Am Freitag früh sind wir dann zum Camp Marina Richtung Schiebeneck wieder gefahren. Dort haben wir dann noch eine Nacht verbracht und am Samstag sind wir dann weitergefahren Richtung Graz. Und da hatte Stefan erst einen Stellplatz rausgesucht, aber also der... ein Weingut. Genau. Aber der Besitzer selber war nicht da. Da hätten wir das Geld in den Briefkasten schmeißen müssen und zum Essen hätten wir auch nichts gekriegt. Und kochen wollten wir auch nicht. Dann hat der Stefan... Das nächstgelegene Gasthaus-Restaurant angucken. Und dort haben wir gut gegessen, sehr gut gegessen. Und auch gut geschlafen. Ja, und jetzt geht es noch die restlichen 550 Kilometer nach Hause. Ja. Und dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video wieder. Ja. Was genau das wissen wir jetzt selber noch nicht so. Genau. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen oder abonniert unseren Kanal. Da freuen wir uns wieder. Tschüss. Ciao.